Danach können alle zugucken, dann kommt ein bisschen was Neues. Also zunächst markiere ich mir hier die Tabelle, die ich erzeugen will. Gehe dann auf Einfügen, Tabelle. Sie hat bereits Überschriften, diesen Haken tue ich ja aktivieren, weil sie sind ja schon vorhanden. Gehe auf OK. Jetzt eine kleine Empfehlung, wenn Sie es mit sehr großen Tabellen zu tun haben, die ist noch nicht allzu groß, aber ich zeige das hier trotzdem, dann blende ich immer ganz gern die mittleren Spalten aus. Ich zeige nur ein paar am Anfang, ein paar am Ende. Also einfach hier mit der gedrückten linken Maustaste drüber fahren, die mittleren Spalten, dann rechte Maustaste und ausblenden. Dann habe ich hier entweder was kleineres Format, da kann man schneller arbeiten. Wichtig ist immer in der Mitte ausblenden, weil dann sieht man die Sprünge besser. Dann sehe ich nämlich hier 5 und dann hier 42 oder 45. Wenn Sie am Anfang und am Ende ausblenden, dann sehen Sie den Sprung nicht so. Und das ist nicht zu empfehlen, weil die wissen auch nicht genau, ob er dann wirklich drüber kopiert. Aber wenn Sie in der Mitte ausblenden, tut er auch drüber kopieren. Dann sind Sie sicher, dass er wirklich dann auch die mittleren trotzdem berechnet, obwohl Sie sie nicht sehen. Ja, okay, kommen wir vom Namen, da kommen wir doch von links. Ne, der Name ist dann, das ist rechts. Machen wir es einfacher von links. Also gehen wir auf Formeln, dann wähle ich hier aus Text. Dann suche ich mir hier links. Von wo möchte ich den Namen holen? Von hier, Anzahl der Zeichen, ruft die Funktion Finden auf. Die habe ich schon mal verwendet, deswegen ist sie jetzt hier. Suchtext wäre Leerzeichen. Wo suche ich das? Hier. Klick zurück in die äußere Funktion. Seht ihr, hier habe ich noch ein Leerzeichen zu viel. Also ziehe ich von der 9 noch eine Zahl ab, also minus 1. Passt. Gehe auf OK. Fertig. Beim Namen komme ich von rechts, von der anderen Seite, gehe also jetzt hier auf die Funktion rechts. Von wo möchte ich das holen? Von hier. Wenn ich von rechts komme, muss ich quasi erstmal die Gesamtlänge meines Textes ermitteln. Gehe also hier auf die Funktion Länge. Kleiner Tipp, wenn Sie ein bisschen Ahnung haben, dann mache ich immer so, ich schreibe gleich rein Länge, Klammer auf, Klammer zu, minus Finden, Klammer auf, Klammer zu. Und dann klicke ich hier oben rein und sage, okay, von hier die Länge finden, Suchtext wäre dieser. Klick zurück in die äußere Funktion, kontrolliere das Ganze nochmal, keine Leerzeichen, passt. Vorkenntnis, werden wir jetzt auch wieder von links kommen, also hier Text, dann links, von wo, Entschuldigung, von hier und Anzahl der Zeichen wäre wieder finden, schreibe ich mir einfach rein, Klammer auf, Klammer zu, klick hier oben rein, Suchtext wäre in dem Fall der Doppelpunkt. Und wo suchen wir das hier? Sie könnten ja auch das Leerzeichen nehmen. Sie müssen halt damit zwei Zeichen abziehen und nicht eins. Das ist dann Ihnen überlassen. Hier muss ich halt jetzt eins abziehen. Minus eins und fertig. Jetzt muss ich kurz auf Pause gehen. Und zwar hier die Sache mit Datum und Zeit. Ich werde das nächstes Mal so machen, wie es vielleicht die meisten gemacht hätten, dass Sie einfach hier sich das einmal rausholen. Mit was machen Sie das? Das Ganze von rechts. Also gehe ich jetzt wieder von rechts vor, ich suche mir hier wieder die Textfunktion, komme hier von rechts, sage mir, okay, Datum und Zeit, holen wir das von hier. Anzahl der Zeichen schreibe ich mir da rein, Länge, Klammer auf, Klammer zu, Minus finden. Wenn Sie das so machen wie ich, dann müssen Sie auch darauf achten, dass Sie wirklich richtig schreiben. Also, sobald Sie hier zum Beispiel bei der Länge NE vergessen und dann hier reingehen, dann das sehen Sie auch schon hier, da gibt es keine Erläuterung mehr und so, da geht zwar der Assistent auf, aber er funktioniert nicht mehr, weil die Funktion kennt er nicht. Also bitte beachten, wenn Sie das mit dieser, sobald die Funktion stimmt, sehen Sie, dann kriegen Sie dann auch hier wieder Text dazu und dann passt das. Ja, von wo die Gesamtlänge? Von dem Text und finden, Suchtext. Ich suche jetzt, in dem Fall muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, Leerzeichen, das dürfte passen. Und wo suche ich das? Hier. Klick zurück in die Funktion Text. Und jetzt passiert ja Folgendes. Er zeigt mir hier den extrahierten Text in Anführungsstrichen an. Ja, das heißt, er extrahiert das Ganze als Text. Gehen wir auf OK. Und es kann sein, dass Excel das sogar trotzdem versteht. Wollen wir mal sehen. Ja, sieht fast so aus, dass der Vorführeffekt wieder davon ist. Schauen wir mal. Und wenn ich zum Beispiel das Ganze jetzt hier formatieren möchte, zum Beispiel hier Datum kurz, nee, das geht nicht. Ja, weil er erkennt das nicht als Datum. Für ihn ist das einfach ein Text. Und kein Datum. Ja, wie bekomme ich das Ganze aber in ein Datum konvertiert? Und das muss ich im Prinzip im Nachhinein noch machen. Das heißt, die Funktion rechts liefert mir zunächst erstmal den extrahierten Text. Bis so war es okay. Ich muss allerdings jetzt nochmal sagen, okay, konvertiere mir den Text in eine Zahl, die dann als Datum interpretiert werden kann. Denn Datum ist nichts anderes als eine Zahl. Das werden wir uns nächstes Mal uns genauer anschauen. Da ich jetzt schon die Funktion gemacht habe, schreibe ich jetzt einfach die Funktion, die das konvertieren soll, hier davor. Also ich klicke, das mache ich in dem Fall jetzt hier oben, weil ich im Nachhinein das korrigieren muss. Klicke jetzt hier hin, das ist gleich. Schreibe jetzt hier die Funktion Wert, Klammer auf
und mache hinten noch die Klammer zu. Normalerweise machen sie es gleich richtig. Das heißt, sie fangen zunächst mit der Funktion Wert an und machen, das zeige ich dann eh nochmal, und machen dann im Prinzip in der Funktion Wert die Funktion rechts. Ja, und jetzt sehen wir hier die Funktion rechts, liefert uns hier diesen Text. Wenn ich jetzt die Funktion Wert klicke, dann sehen wir hier, jetzt kommt der Text hier an und die Funktion Wert macht daraus einen Excel-Datumswert. Das sieht für Sie erstmal ein bisschen komisch aus. Warum das so ist, schauen wir uns das nächste Mal an. Wenn ich allerdings auf OK gehe, sieht es erstmal so aus. So. Und wenn ich jetzt allerdings hier drauf gehe und sage, mache hier mal ein Datum kurz, dann bekomme ich hier das Datum quasi angezeigt. 9.10. Wenn ich hier sage Datum lang, deswegen ist es die Spalte einfach zu klein, deswegen wird das hier irgendwann wird es dann, ist dann groß genug. Dann tun wir das Ganze halt als langes Datum interpretieren. Und ich könnte jetzt hier auch noch weiter reingehen, hier unten und hier Uhrzeit mit Datum, allem drum und dran. Also solche Spielereien gehen immer nur dann, wenn Sie wirklich einen echten Datumswert haben. Mit Text wäre das nicht möglich gewesen. Jetzt haben Sie quasi Datum und Uhrzeit. Das heißt, die Funktion Wert macht Ihnen aus einem Text, wenn Sie so wollen, eine Zahl. Ich zeige es mal, wie man es richtig von Anfang an hätte machen müssen. Und lösche es nochmal raus. Das heißt, Sie fangen mit der Funktion Wert an, gehen also auf Formeln, weil Sie wissen, die Funktion rechts liefert Ihnen am Ende nur den Text. Deswegen fange ich mit der Funktion Wert an. Das ist quasi die Operation, die zuletzt gemacht wird. Die schreiben Sie zuerst auf. Gehe also hier auf Text, rufe die Funktion Wert auf. Hier unten. Jetzt in der Funktion Wert rufe ich die Funktion rechts auf. In der Funktion rechts drin. Jetzt gehen Sie quasi so vor, wie wir das vorhin gezeigt haben. Also von wo den Text holen? Von hier. Anzahl der Zeichen wäre jetzt Länge, Klammer auf, Klammer zu, minus finden, Klammer auf, Klammer zu. Geht hier in die Funktion Länge rein. Von wo die Länge? Von hier. Und finden, was so wollen Sie finden? Das Leerzeichen. Und wo suchen Sie das? Hier. Gehen die Funktion rechts zurück. Checkt das nochmal ab, kommt das hier richtig raus? Okay. Im Übrigen ist die Funktion Wert relativ kulant. Wenn Sie hier sogar ein Leerzeichen hinten noch hätten, würde das die Funktion Wert einfach abschneiden und ignorieren. Ja, die ist da ein bisschen, auf jeden Fall passt es eh. Und hier die Funktion Wert macht uns einen Excel-Datumswert daraus und dann gehen wir auf OK und die Sache ist richtig konvertiert. Probieren Sie es mal aus und danach schauen wir die Sache mit dem Login noch an. Hier geht man folgendermaßen vor. Ich zeige das mal ganz kurz nur exemplarisch. Es gibt normalerweise, wenn Sie Texte in Excel bearbeiten wollen, machen Sie das nur fast nur über die Funktion. Es gibt allerdings einen Operator, der auch bei Texten funktioniert. Den zeige ich einfach auf der Vollständigkeit halber. Und zwar ist das der Verkettungsoperator. Ich muss mal kurz demonstrieren. Gehe also auf ist gleich und nehmen wir zum Beispiel die beiden Texte wieder verketten miteinander. Dann könnte ich hier sagen, dieser Text. Dann tue ich einen Operator aufrufen, das ist das Und-Zeichen, das ist dieser Verkettungsoperator. Man sagt auch konkordinieren dazu bei Texten in der Informatik. Jetzt machen wir hier ein Leerzeichen noch dazwischen, das wurde zu viel. Dann wieder der Und-Operator. Und jetzt könnte ich hier den Text reinnehmen, gehe auf Enter. Und jetzt hätte ich hier den Text zusammengebaut. Ja, also ein Operator funktioniert auch bei Texten, das ist der Und-Operator. Bitte nicht verwechseln mit dem Plus, ja, also Plus dürfte nicht funktionieren. Ja, weil das ist ja bedeutet ja Addition, das ist keine Konkordination. Ja, da kriegt man sowas raus. Das geht natürlich mit Zahlen, für Zahlen können Sie natürlich machen, ja, aber der Und-Operator geht auch mit Text. Das können Sie gerne auch mit dem Operator machen, ist mir im Prinzip egal, nur ist die Operation ein bisschen komplizierter hier. Deswegen empfehle ich hier lieber die Funktion verketten zu nehmen. Also was der Und-Operator macht, macht auch die Funktion verketten. Es ist nur ein bisschen komfortabler, ja, deswegen nehme ich das hier nochmal raus und habe das nochmal gezeigt und rufe Sie die Funktion Verketten auf. Damit können Sie halt Text wieder zusammenketten. Gehe also hier auf Verketten. Wo ist er? Hier unten. Und gebe den ersten Text ein und das wäre jetzt, das muss ich gucken, Edu, das ist konstant, also Edu gebe ich ein. So, dann bekomme ich hier meinen den ersten Text in der Vorschau. Jetzt ist es, glaube ich, die ersten drei Buchstaben vom Nachnamen. Vom Nachnamen, oder? Vornamen, vom Vornamen. Wie kriege ich die ersten drei Buchstaben vom Vornamen? Vorschlag? Mit welcher Funktion? Genau, links. Ruf die Funktion links auf, Klammer zu. Gehe in die Funktion rein, hol mir jetzt hier den Vornamen und sage hier 3.
Gehe zurück in die Funktion verketten. Jetzt sehe ich ja schon mal edufre. Jetzt sich nicht irritieren lassen, dass wir nur zwei Parameter haben. Wenn Sie in den letzten reinklicken, geht automatisch der nächste auf. Text 3. Jetzt bin ich ein bisschen faul. Kopiere mir das hier einfach nur und schreibe jetzt anstelle von Vorname Name rein. So, sehen Sie das? Da haben wir im Prinzip, so kann man das auch machen. Wenn Sie ein bisschen Erfahrung haben, müssen Sie jetzt mal klicken. Sie können einfach nur hier die Tabellenüberschriften verändern. Jetzt haben wir schon Edu und der restliche Text ist einfach nur eine Konstante. Aufpassen, nie 001 schreiben, dann macht er Ihnen daraus eine 1. Sehen Sie das? Sie müssen das Ganze wieder in Anführungsstrichen setzen, damit es als Text interpretiert wird. Ja, das wäre jetzt eigentlich schon fast die Lösung. Was fehlt hier noch, wenn man ganz genau sein will? Dass alles klein geschrieben wird. Ja, jetzt könnte man Folgendes machen. Man könnte jetzt hier auf die Idee kommen und sagen, na ja gut, ich schreibe jetzt einfach hier klein. Nochmal drumherum, damit dieser Text halt klein wird. Sehen Sie das? Ja, die Funktion links liefert mir den Text groß und die Funktion klein macht daraus das Ganze einfach dann in Kleinschrift. Was auch wäre eleganter? Hat jemand eine Idee? Ist natürlich blöd, wenn Sie es für jede Lektion extra schreiben. Wie kann man es eleganter lösen? Bitte? Formatierung? Nö, auf Formatierung weiß ich es gar nicht genau. Ich habe es gar nicht so kompliziert gedacht. Sie brauchen ja bloß die Funktion klein vor die Funktion verketten schreiben. Das heißt, alles, was die Funktion verketten liefert, soll klein geschrieben werden. So ist es wie eine Art Ausklammern. Ja, das halte ich in dem Fall für eleganter, deswegen nehme ich das noch mal raus. Und wir sehen hier, die Verkettenfunktion liefert uns das hier teilweise mit Großbuchstaben. Und jetzt schreibe ich, das muss ich allerdings jetzt hier oben machen, vor die Funktion verketten. Klein, Klammer auf und Klammer zu mache ich hinten noch und habe jetzt hier die Funktion verketten liefert uns das Ganze groß und die Funktion klein tut alles komplett alles auf klein schreiben. Ich zeige es nochmal, wie man das jetzt von Anfang an richtig machen müsste, wenn man das nicht so iterativ machen will, wie ich es gerade gemacht habe. Ich fange also mit der Funktion klein an, weil ich weiß, alles muss klein geschrieben werden. Fange ich hier mit der Funktion klein an, rufe jetzt in der Funktion klein die Funktion verketten auf. In der Funktion verketten, die ersten zwei Buchstaben, drei Buchstaben sind konstant. Edu gebe ich einfach ein. Dann der nächste Text wäre die Funktion links, Klammer auf, Klammer zu. Und von wo? Von hier und drei Zeichen. Gehe zurück in die Funktion verketten. Kopiere mir das jetzt hier, weil ich ein bisschen faul bin. Schmeiße sie unten rein. Nehme die drei Buchstaben hier raus. Immer die Vorschau beachten und zum Schluss in Anführungsstrichen 001, Anführungsstrichen, halte für die 1 noch, schließen. Das liefert die Funktion verketten und die Funktion klein macht daraus das Ganze in Kleinbuchstaben. Ja, probieren Sie es nochmal aus und wer das hat, macht die Übung 3 dann.